Check this out. Herzlich willkommen zum siebten Tag, oder ja, eigentlich ja, zum siebten Tag schon. Oha, Mann. Von der Barcelona-Reise. Wir sind hier in irgendeinem Ghetto gelandet. Hier ist so ganz normal. Da sind auf einmal Slums. Das ist so unglaublich hier. Vielleicht hört man uns, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Du kannst dazu, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen. Ja. Wir waren auf einem Konzert gestern. Heute? Heute, in der Früh, ja. Ja. Was war denn da? Matthias ist ein bisschen abgegangen. Ich bin nicht nur ein bisschen abgegangen. Ja, ich sag das mal so, verschönert. Ja, also es war irgend so eine Nonsense-Musik, die ich bis jetzt noch nie gehört habe. Mit irgendeinem komischen Beat, aber der Beat war geil. Das war scheiß geil. Und ich bin die ganze Zeit rumgesprungen, hab mitgegrölt, hab zwar kein Wort verstanden, was die gesagt hat, aber anscheinend, weil ich konnte ja kein Spanisch und einige konnten Spanisch oder können Spanisch aus unserer Klasse, der ehemaligen Klasse, und anscheinend hat sie dann gesagt, dass sie uns halt liebt, dass wir halt so geil abgegangen sind. Und war schon irgendwie ganz lustig, fand ich. War schon richtig cool. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Gauderpark. Da wird es mal Gaudi. Ja. Da gehen wir in so einen Käsepark. Ne. War doch so geil. Oh, das war schon geil. Auf jeden Fall sieht man sich dann gleich dort. Boah, stell dir das vor. Du kannst überall abbeißen. Ja, die platzen aus Käse. Wir nehmen uns ein Stück Brot mit oder sowas. Wo sind wir? Da sind wir in irgendwelchen Slums. Wir sind in irgendwelchen Slums gelandet, ohne Spaß, Mann. Irgendwo. Wir wollen doch nur in den Gauderpark. Naja, dann sieht man sich gleich dort. Ja. Wir sind in Bac de Gül angekommen. Oha. Schaut das Bombe aus. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Der siebte Tag ist jetzt auch vorbei. Das ist echt schon krass, wie schnell die Zeit verging. Ich setze mich mal hin. Ich muss gerade mein Handy aufladen, weil ich so wenig Akku habe. Auf jeden Fall haben wir heute diesen Park besucht. Jetzt schauen wir danach noch das Match an. Hoffentlich wird Deutschland Weltmeister. Das hoffe ich so sehr. Ich finde auch Argentinien hat es nicht verdient. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, wenn ihr das Video seht, ist jetzt schon eine Woche her und so weiter, aber derzeitig wissen wir es ja noch nicht oder ich nicht, und wie gesagt, eigentlich hat es nicht verdient, einfach weil sie so eine schlechte WM gespielt haben, aber naja, und ja, dann bis morgen ist ja dann der letzte Tag. Morgen gehe ich dann noch mal in die Mall, da gehe ich dann auch irgendwie Gewand einkaufen und dann schauen wir mal, was ich noch machen werde, und dann werdet ihr sehen, wie ich dann von am Flughafen ein bisschen chill, den nochmal zeige, wie das so ausschaut in Barcelona. Und dann werde ich irgendwann so um 23 Uhr herum in Wien landen. Und dann ja, da muss ich so oder so wieder aufnehmen, dass es ein bisschen will. Tschüss. Ich soll noch was Tschüss sagen. Tschüss, ich bin ohne diesen Pilz. Tschüss. Du kommst immer rechtzeitig, genau zu dem. Rechts.